Weiter geht's bei Blossom Tales. Wir sind in dem Schneebiom hier oben angekommen und wollen uns hier noch ein wenig umschauen, bevor wir uns dann wirklich aufmachen in die eisigen Berge. Hier ist nämlich noch eine kleine, ja, ein kleines Dorf, eine kleine Stadt, die sich aufgebaut haben im Schnee. Und wir haben uns den oberen Teil noch nicht angeschaut. Hier ist zum Beispiel ein Blumenbade, der wieder ein Lied singen möchte. Über die Gräbern durch den Wald, zum Frostwurz schreien, wir marschieren. Mönche wussten Rat und zeigten uns den Pfad. Im Schnee darf man sich nicht verlieren. Über die Gräber und durch den Wald weht der Eiswind und lässt uns frieren. Es sticht in den Zehen und beißt die Nase, während wir die Berge erklimmen. Okay, danke, Mann. Ja, wir müssen natürlich auch noch zu einem Dungeon hin, der dritte Dungeon und wahrscheinlich damit auch der letzte. Und wieso können wir denn den Schneeball hier mitnehmen? Oha, was geht denn hier ab? Und noch einige mehr Häuser. Hallo, sind das alles ganz normale Dorfbewohner? Wir suchen ja einen Jungen mit orangenen Haaren hier. Oh, das ist ja komplett geschenkt gewesen. Geil, cool. Ja, wir suchen ja einen Dorfbewohner mit orangenen Haaren. Denn wir sind ja unter anderem auch für das Postamt hier unterwegs. Wieso ist denn unsichtbare Wand? Okay. Und wir müssen diesem Typen einen Brief geben. Bist du das vielleicht? James, ein Brief? Cool! Ich dachte, die Leute schicken sowas gar nicht mehr. Es ist wohl ganz praktisch, dass ich einen Namen habe. Sonst hättest du mich nie gefunden. Das stimmt doch schon wieder. Ist das nicht seltsam? Ich bin einer der wenigen Leute hier mit einem Namen. Ja, die anderen nennen sich alle nur Dorfbewohner oder Dorfbewohnerinnen. Das ist irgendwie ein Trend, glaube ich. Keine Ahnung. Seltsam. Aber na gut, wir können natürlich auch schauen, was denn der nächste Auftrag wäre mit dem Postamt. Gut, dass wir uns hier teleportieren können. Direkt zum Schlossverlies. Ich glaube, das ist der kürzeste Weg dorthin. Nein, nein, stopp, stopp, stopp. Blütenschloss. Schlossverlies war unten der Dungeon, der Tutorial-Dungeon. Nein, wir wollen, wenn dann schon, direkt zum ersten Teleportationsort hier lang. So, und jetzt muss ich überlegen, wo das war. Ich bin mir relativ sicher, dass es hier unten rechts gewesen ist. Genau, ich habe einiges vor heute. Wir wollen ganz viel in der Map erkunden. Und all das. Muss mal kurz schauen. Ist das hier? Ja, hier ist Post. Hast du noch was für mich? Wieder eine erfolgreiche Zustellung. Es gibt, glaube ich, keinen dankbareren Job als einen Postboten. Naja, bis auf den Job des Postmeisters. Schön ist das Leben. Okay, das nächste geht an den Baden im Dorf von Golems Zuflucht. Angeblich sollen Felsen dort lebendig werden und Zeug kaputt hauen. Ich will also keine Beschwerden wegen zerknitterten Briefen haben, okay? Was, wie soll ich denn da wieder zurückgehen? Ist ja richtig blöd. Okay, also ein Bade in Golems Zuflucht. Ich schau mal, ob ich ihn finde. Ah, hier, oder? Direkt ganz oben im mittleren Haus. Da ist auch ein Bade. Ein Brief für mich. Mal sehen. Oh, es ist nur einer dieser dämlichen Briefe von meinem Vater. Ihm gefällt mein Beruf nicht. Tja, Vater, nicht jeder will Großoffizier werden, so wie du. Manche von uns wollen einfach singen und tanzen und... Oh, sorry, danke für die Zuschauer. Okay. Ich wollte mich da nicht einmischen. Schönen Gruß an deinen Vater oder so. Ich habe den Brief abgegeben. Oh, danke. Deine nächste Zustellung geht an eine gewisse Skarrel. Sie lebt in den keuchenden Mooren. Ich hoffe, du fürchtest dich nicht vor Geistern oder Hexen. Okay, ich glaube, Skarrel ist die Hexe. Da wir ja gerade das Geld jetzt endlich zusammen haben, holen wir uns nochmal ganz schnell die... Warum ist hier ein weiteres Herzteil? What? Ich wollte sagen, holen wir uns schnell die Schriftrolle, aber warum ist hier denn noch ein Herzteil? Okay, davon muss ich sparen. Und das kann dauern. Endlich ist das Schriftrolle. Der Druidenälteste erzählte mir, dass er Krokos Lehrer war während seiner Ausbildung hier. Trotz seiner Aussage besaß er großes Talent in der Kunst der Magie, war aber ungezogen und schnell gereizt. Er konnte nicht akzeptieren, dass sein Bruder einmal König sein würde und er nicht. Mürrisch oder nicht, wir haben großes Glück, so einen mächtigen Magier zur Verteidigung unseres Königreichs zu haben. Ja, tolle Verteidigung und so, ne? Ja. Kleines Täubchen, auf diesen Brief habe ich 27 Jahre gewartet. Dann sehen wir mal nach.
Oh, sie haben mich in der geheimen Hexengilde des Blütenkönigreichs angenommen. Ich hoffe, diese dummen Novizen haben sie nicht abgeschafft. Okay, das war der Brief. Okay. Da sind wir beim Postamt. Gute Arbeit. Du riechst ein bisschen nach Sumpf. Danke. Deine nächste Stellung ist für Danica in Winterthau. Beeil dich und mach ja keinen Abstecher in die Taverne, wie es der letzte Bote immer gemacht hat, der Idiot! Was? Winterthau? Ich fürchte, ich habe keinen weiteren Job für dich, bis du den Brief an Danica zugestellt hast. Sie lebt in Winterthau. In Winterthau. Ein kleiner Ort nordwestlich von hier. Oh! Winterthau? Das ist aber nicht die Winterstadt, oder? Ich glaube nicht. Nee, das ist nicht der Ort, weil das hier ist Pinienzapfingen. Steht ja hier. Also das ist nicht der Winterthau. Ist wahrscheinlich der Ort, wo wir jetzt hinkommen werden. Wenn wir aus der Stadt hinausgehen. Na gut, machen wir jetzt erstmal weiter. Haben wir genug Spaß gehabt. Nördlich liegt der Feierthof. So, der Friedhof steht eigentlich. Ich glaube Friedhof. Nördlich liegt der Friedhof und dahinter der sichere Tod. Ja, aber der Feierthof, der ist ein Screenshot wert. Tsching! Ja, das geht in die Sammlung. Oder so. Und hier sind wir. Hä? Was geht jetzt ab? Oh nein! Hexer Krokus! Diese vermaledeiten Mönche. Wegen der heiligen Präsenz, die sie hinterließen, kann ich den Tempel nicht betreten und die Eisorchideen darin zerstören. Ich werde ihre gefrorenen Leichen gebrauchen, damit sich niemand ihrem Tempel auch nur nähert. Das schließt sich ein, Rekrut. Tritt hervor, meine Eislegion. Muhahaha. Der nekromantische Zauber des Hexers beschwor die Toten, um die junge Ritterin zu empfangen. Ah, okay, ich hab mich vorbereitet. Pff, Gehirne. Pff. Ah, warum sehen die aus wie Shiggies? Seht das nur ich? Die sehen irgendwie aus wie Shiggies. Oh, die zerspringen so Skeletten. Und schau mal, wie viel Energie wir mittlerweile haben. Wir können die einfach so kaputt hauen. Bam. Sehr, sehr nice. Oh, die kommen auch kaputt. Schlagen. Mit dem Schwert. Oh, nicht schlecht. Und jetzt kommen wir hier wirklich nicht rein. Aber die Slippery-Physik, die zählt dann trotzdem. Interessant. Okay, dann müssen wir außen rum. Falls es einen außen rum geben sollte. Oh, es muss doch sein. Hier muss doch sich irgendwas befinden. Okay, da oben ist auf jeden Fall nichts. Zumindest nicht, dass ich sehen kann. Wo sind wir denn gerade? Okay. Wir haben einiges zu... Noch da hinten? Was willst du mir jetzt sagen? Die komplette andere Hälfte der Map ist das letzte Gebiet? Also dieses Schneegebiet hier? Das wäre krass. Ich meine, ich würde mich freuen. Ich mag Schneegebiete, aber... Das wäre krass. Das wäre wirklich sehr lange... Ein sehr langes Gebiet. Vielleicht ist das dann so gesehen der Dungeon? Vielleicht ist der Dungeon dafür kleiner. Das könnte sein. Das könnte sein. Und wer hat hier seine Sachen liegen gelassen? Was haben wir hier? Hier haben wir ein paar Gräber, wie es scheint. Archäologe. Oh, Archäologiestudentin. Ich hab ihn jetzt immer gefunden, scheinbar. Hey Kollegin, hier gibt es nicht viel zu betrachten außer dem Mönchtempel. Ich habe aber aus zuverlässiger Quelle gehört, dass in einem dieser Gräber ein Schatz vergraben sein soll. Aber jedes Mal, wenn ich im Dreck wühle, werde ich von den Untoten angegriffen. Ich bin davon eher genervt als erschrocken. Würdet ihr mich verteidigen, junge Ritterin? Ich würde euch sogar etwas vom Schatz abgeben. Ich dachte, er würde mir jetzt den Tipp geben, dass ich jeden einzelnen graben muss. Aber wenn der es macht und ich nur verteidigen muss, mache ich das. Ich grabe, während ihr sie zum Brei verarbeitet. Verstanden? Ein weiterer Grund, warum ich keine Ahnung hatte, dass man die Schaufel selber benutzen kann. Oder dass es die überhaupt noch gibt. So, weg mit euch, Shiggies. Werdet erwachsen. Nur Totox werden stark. Ja, okay, Sherlock zum Teil auch. Schwindet. Aber eure Gehirne nehme ich mit. Wir wissen ja, bei 20 Gehirnen werden wir belohnt vom Wissenschaftler. Und das kann sehr vorteilhaft für uns sein. Vielleicht gibt er uns ja Geld. Wer weiß. Mann, wo muss denn überall graben, Kollege? Dammit. Warum gehen die eigentlich nur auf ihn und nicht auf mich? Hat er ein saftiges Gehirn und wir nicht?
Gut, er ist ein Erwachsener, wir sind nur ein Kind. Wahrscheinlich hat er ein ausgereiftes Gehirn mit mehr Intelligenz und mehr Yummy-Yummy. Weiß ich nicht. Woher soll ich das denn bitte wissen? Du gehst in die Richtung. Oh, Mist, hat Schaden genommen. Oh oh. Aber einmal Schaden nehmen ist ja okay. Das hat ihn ja noch nicht umgebracht. Er wurde einmal angenibbelt, aber es ist ja kein Virus. Er wird nicht infected. So funktioniert das hier bei diesen Zombies nicht. Verdammt! Ich wurde selber erwischt. Das hat 2 Treffer genommen. Weg mit euch! Gebt mir meinen Bogen. Bam. Oh, ich brauche aber die Gehirne. Muss die immer mitnehmen. Ich brauche sie. Ich brauche sie nun mal, verdammt. Oh, schwindet! Wieso treffe ich nicht mehrere? Das nervt. Ah, das Gehirn lasse ich jetzt mal liegen. Oh, schön, schön. Nice. Okay, das mit dem Gehirn haben wir. Wow, es spawnt einfach in mir drin. Habt ihr gesehen? Wie unfair. Aber es ist eine coole Quest. Die gefällt mir. Oh, ich habe das Gold gefunden. Vielen Dank für eure Hilfe. Wie versprochen, eure Hälfte. Was war das für Geld? Ey, aber wow, ist das viel Geld. Es geht immer weiter. Er hat da wirklich den Schatz ausgegraben. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, das hat sich nicht gelohnt, wenn ich so 100 Münzen dafür bekomme, aber... Was ist denn einer? Ein starkes Skelett scheinbar. Aber wenn ich... Was war das jetzt? 500 Münzen oder so? Also mit, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir können jetzt eigentlich nochmal zurückgehen und das Herzteil kaufen, aber... Mache ich, wenn wir bei einem Teleportationspunkt sind. Ich renne sich extra zurück. Ja, ich halte noch aus für mein Leben. Ich halte das noch aus. Zumindest insofern ich weiß, wo ich überhaupt bin. Okay, ganz oben. Schauen wir uns erstmal ganz oben überall um, oder? Obwohl, jetzt muss ich ja nach unten. Wo ich denn jetzt? Lilly fühlte eine eigenartige warme Luft über ihren Wangen streichen. Gleich dort waren die berühmten heißen Quellen des gefrorenen Nordens. Ah, von denen haben wir auch schon mal gehört, von den heißen Quellen, weil wir geheilt. Die sind angenehme heiße Quellen, verstehe. Ist dir aufgefallen, wie sehr die Untoten die Quelle meiden? Es ist wirklich außergewöhnlich. Ja, die sind halt ziemlich kalt, die Viecher, ne? Oh Mann. Hi. Badeanzug! Was ist ein Badeanzug? Ist ja FKK, Brunnen oder was? Quelle? Ich wurde aber beauftragt, die heiligen Wasser. Die heilenden Wasser dieser natürlichen heißen Quelle zu sammeln. Es ist nicht leicht, vom Kloster hier hinzukommen, weil der Pfad ziemlich windig ist. Aber du hast es dennoch geschafft. Das ist doch auch nicht schlecht. Ja, okay, komm. Machen wir erstmal so einen Chunk. Gucken wir uns hier noch um. Und natürlich auch unten. Und was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Ist das wieder so ein Wettrennen? So wie wir einmal im Graslandschaft hatten? Scheint mir zumindest so. Und oh, jetzt nervt doch nicht. Oh, so viele Zombies. Mach den Weg frei. Ist der Weg wieder verschneit? Ah, genau. Hier oben waren wir gerade. Und hier geht's doch irgendwo nach unten. Nein? Hä? Nee. Nee, geht's nicht. Hier geht's nur wieder zurück. Schön und gut. Zum Wissenschaftler können wir aber auch gleich noch. Das muss doch nicht jetzt alles passieren. Dann bin ich jetzt umsonst zurückgelatscht. Das ist ja ein Spiel. Das gibt eine schlechte Bewertung. Mein Spaß. Hier bin ich. Ich kann ja nicht lang, oder? Nee. Moment. Gab's hier links? Hier unten links? Ja, aber hier gab's noch einen Weg. Oh? Oder ist es nur einfach nur zum Außenrum gucken, wie man es machen muss? Ein kleiner Einblick, eine Vorschau. Wo führt mich das hin? Ah ne, hier ist richtig. Renn, Dude. Glaubt ihr, ihr könnt die Truhe erreichen, bevor die Zeit um ist? Findet es doch raus. 10 Goldmünzen nur einspiecheln. Aber du bist erreicht. Ja, dann passt das doch. 3, 2, 1, los. Okay. Wir wollen hier lang. Hier ist nämlich eine Münze. Boing. Das machen wir schnell weg. Das machen wir auch schnell weg. Oh, Geld. Ah! Stimmt, wir können es mit dem Schwert nach vorne schmeißen lassen. Das habe ich vergessen. Das darf ich nicht nochmal vergessen. Warum hat er hier Zombies bei sich in seinem Park? Was soll ich darunter verstehen? Dass er hier Zombies behält. Ein bisschen creepy ist es schon.
Oh, die Musik wird intensiver. Da, so zack, zack, zack. Los, 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 los. Rüber. Ah, verdammt. Ignorieren, ignorieren, ignorieren. Aua, ignorieren. Alles ignorieren. Ja, geschafft. Eismagier auch, wie böse. Yes! Mit diesen Schuhen war Lenny so schnell wie ein Zentaur. Yes, es gibt doch Running Boots in diesem Spiel. Oh, das freut mich. Oh, was? Das ist nur ein Dash. Und das verbraucht ziemlich viel Energie. Weiß nicht, ob ich dann doch so ein großer Fan bin davon. Naja, es ist auf jeden Fall besser als nichts. Aber nicht das, was ich erwartet habe. Mein Kind im Königreich ist sehr krank. Dieses Wasser ist meine letzte Hoffnung. Boah, ich wünsche dir sehr viel Glück, mein Bester. Was bist du feiner? Diese heißen Quellen wärmen meine alten Knochen und machen mich wieder zum jungen Mann. Ja, rede das schon ein. Vielleicht wird es ja wirklich passieren. Ja, da unten kommen wir irgendwie gar nicht hin. Ich wüsste nicht wie. Oder? Na gut, eine Sache würde mir noch einfallen, was wir nicht probiert haben. Von diesem Screen aus weiß ich gar nicht, ob man hier irgendwie nach unten kann. Das könnte ich ja mal ausprobieren, weil vielleicht kann man hier... Ja, doch geht, das geht. Dun, 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 dun. Speicher. Hier waren wir schon mal. Okay, zumindest haben wir das hier schon mal gesehen. Dass hier so ein eisiger Berg ist. Okay, das ist nur ein Weg. Huh. Ist das nur Deko oder ist ja auch was? Hä? Wie jetzt? Ist hier was? Willst du mir sagen, hier ist nichts? Gar nichts. Bombe. Ist hier gar nichts? Wieso kann man dann hier lang? Das ist nur für die Map? Damit man das hier ausgefüllt hat? Henny, schaut mal, da ist doch so... Moment. Da, da ist ein Haus. Da ist was, also hier vielleicht nicht. Aber hier definitiv. Hier muss doch... Hier muss doch... Irgendwo ein Weg... Ja, hier muss doch irgendwo ein Weg geben. Zu diesem Haus zu kommen. Hier ist doch keine springbare Wand. Nix. Aber hier kann... Oh. Oh, hier ist doch was. Ach, das ist alles ein großes Labyrinth, nur, zu diesem, nur damit man zu diesem komischen Haus hinkommt. Was ist hier? Nichts. Oder? Ist da was? Ich glaube nicht. Hm. Ja, es ist wirklich einfach ein großes Labyrinth. Wie komme ich denn hier lang? Bin ich hier richtig? Wegsprengen! Aua! Scheinbar nicht wegsprengen! Aua! Ich lerne nicht dazu! Ich werde niemals dazu lernen! Niemals! Nein, hier kommt man nicht durch, hier gibt's gar nichts. Hm? Warte. Wirklich nichts? Nee, nirgends. Hier nicht, da nichts. Ich drücke ja überall hin. Hier kommt man nicht durch. Gibt's vielleicht einen späteren Zeitpunkt, wo es nicht so schneit? Wo man hier durch kann irgendwie? Hm. Ich weiß es wirklich nicht. Ist hier sonst vielleicht doch noch was? Moment! Ja, hier ist was. Ja, ich kann hier runterspringen. Oh. Und hier ist auch so schattiert. Ja, hier doch, hier geht's weiter. Okay, und wer jetzt runterspringen? Hier links? Ja. Ja. Oho. Dun, 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 dun. Vermutlich dann jetzt hier weiter? Kann er eh wieder runterspringen, wenn nicht. Doch, das scheint mir alles richtig. Ist da oben? Ne, da ist die Sackgasse. Ne, hier ist richtig. Ja, hier runterspringen. Gut. Oh ne, dann ist das doch hier. Ganz cool, diesen zwei Bildschirmen. Ein großes Labyrinth. Das ist gar nicht mal so schlecht. Bin ich hier richtig? Ich glaube, ich bin falsch gesprungen. Ne, ich bin richtig gesprungen. Hier waren wir noch nicht. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier runterspringe, falle ich halt komplett runter. Du müsstest den ganzen Weg neu gehen. Das mag ich lieber nicht. Das ist eine Falle. Und wir sind da. Wir haben es geschafft zu diesem magischen, mystischen Amethystenhaus.
Was gibt's denn hier Schönes? Oh, das ist eine Kapelle? Hallo? Was geht da? Ihr müsst doch am Erfrieren sein. Nicht viele Reisende schaffen es Bier bis nach ganz oben. Bitte nehmt das und wärmt euch ein wenig am Herd auf. Dankeschön. Ein Stück von den Gründingern. Sag mir bitte, es gibt einen Shortcut hier wieder runter. Der Weg hier zum Beispiel. Das ist doch bestimmt ein Shortcut, um hier rauszukommen. Ja? Ja. Okay, das hat Spaß gemacht. Aber jetzt würde ich sagen... Wie hab ich eine Heilung bekommen? Jetzt würde ich aber mal sagen, geht's auf. Ins mittlere Berggebiet. Dann ins rechte Berggebiet. Das ist das letzte Gebiet. Ha. Huh. Aber das sollte noch erreichen? Ich gehe ja stark davon aus. Oh, das macht Schaden. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen, dass das auch Schaden machen kann. Ist da oben noch was? Ja, ja, Moment. Moment, bevor ich jetzt weiterreise. Hier ist ein Haus. Hier wohnt jemand. Komm, gib mir das ganze Geld her. Ich bin nicht reich genug. Hallo. Bergeremit. Ich werde hier oben immer deprimiert. Ich bekomme hier gar keinen Sonnenschein ab. Oh, ihr habt ja einen Sonnenschein im Glas in eurer Tasche. Ich tausche ihn mit euch für eine besondere Belohnung. Okay. Hab ich das? Ach, das Ding. Ja, kannst du haben. Oh, danke. Noch eins für den grünen Dingern. Ein weiteres und wir könnten öfter dashen. Das wäre doch nice. Öfter dashen macht mich glücklich. So, runter. Okay, ganz normale Schneegebiete. Jetzt einfach ganz normal weiter. Ah, jetzt verstehe ich auch, wie die Dinger funktionieren. Die schießen und dann wird alles eingefroren in der Umgebung. Geschlossen! Schaut später wieder vorbei. Schade, ich wollte eigentlich jetzt mit ihm reden. Habe ich ihm schon alles abgekauft? Oder kommt das hier noch? Bin mir nicht sicher. Ah, dammit. Schwindet die blöden Schigis! Haut ab! Du auch! Hier geht's nach unten, Moment. Ah, wahrscheinlich nicht von diesem Bildschirm aus. Oder? Warte mal. Nee. Oder? Nee. Gut. Ich wollte es mal ausprobiert haben. Ich wollte es mal getestet haben. Nee, von hier aus geht's nicht nach unten. Aber von hier aus geht's bestimmt nach unten. Na, keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Hallo, was bist du denn für ein Clown? Hallo. Der rammt immer die Wand. Was hat er für ein Problem? Komischer Kauz. Das war's auch schon. Warte, hier ist noch so ein Skelettkopf. Wir brauchen noch einen von diesen Köpfen. Für den Typen in der Taverne im Schloss. Der wollte doch irgendwie so einen Kopf haben, damit es ihm besser geht oder sowas. Oder für einen Witz. Keine Ahnung. War, glaube ich, so ein Witze-Dude. Was gibt's denn hier oben? Wieso kann man hier nach oben lang? Hier muss doch irgendeinen Schatz geben für uns. Irgendwas Schönes. Eine Höhle? Das ist schon mal ein Anfang. Jeder Pirat und Schatzjäger weiß, bei einer Höhle fängt es immer an. Ja, haha. Und Gott. Ich sehe schon, womit wir es zu tun haben, wenn wir jetzt hier den Schatz wollen. Aber ja, ich will den Schatz! Ah! Okay, den kann man nur mit Bomben besiegen. Schnell weg. Das ist ja einfach. Da lag also einfach seine Truhe langweilig. Chris. Moment, da war außerdem ein Rätsel. Danke, Spiel. Danke, Chris. Lass mich mal überlegen. Okay, das ist eigentlich... Ja, okay, super einfach. Jetzt sag ich wahrscheinlich, hier, yeah, das ist einfach. Nein, warte, das war zu simpel. Tatsächlich waren da singende Steine. Nein, nicht Summon Sasha wieder. Okay, wenn es nur in der Reihenfolge ist, dann ist gut. Oh, ich hasse die. Ich krieg langsam PTSD von denen. Gar nicht gut. Bam. Okay, rechts, links, rechts, oben, rechts. Rechts, links, rechts, oben, rechts. Ja. Okay, fertig, gut. So einfach. Ja, nun gut, da war es ein letztes Rätsel, das sie lösen musste.
Und wo kriege ich die Kombination her? Ah, jetzt sehe ich es gerade, okay. G. So. Da hinten ist noch eins. Und den letzten muss ich wahrscheinlich raten. Nein? Habe ich es falsch? Da oben ist noch ein Symbol. Ja, welches ist denn welche Reihenfolge? Hä? Oder soll ich das denn wissen? Muss ich raten. Ist das die Herausforderung hier? Rat einfach, Mann. Ja, das scheint nicht richtig zu sein. Was soll ich denn? Wo soll ich denn wissen, welches richtig ist? Moment. Nee. Nee, das macht keinen Sinn. Vielleicht ist der so. Dann er vielleicht unten. Der vielleicht unten und der stattdessen. Wie war das? So? Nein? Können wir noch einfach an den Schatz ran, bitte? Wie soll ich denn auf die Reihenfolge kommen? Hat das mit den Ranken zu tun? Hier sind wenig Ranken. Vielleicht ist das dann Nummer 1. Hier sind so 1, 2, 3 noch so ein Haufen. Hier ist ganz viel. Hier ist... Okay, warte, dann ist das jetzt nächstes. Das Gang unten ist schon. Dann der als nächstes. Und der als letztes. Nein? Ich habe keine Ahnung. Was soll es denn sonst sein? Muss ich jetzt jedes einzelne von denen raten, wo was hinkommt? Oder was wollen die jetzt hier von mir? Weil ich habe ehrlich keine Ahnung. Absolut nicht. Was wollen die von mir? Ja, die wollen scheinbar, dass ich rate. Gott, was soll denn der Blödsinn? Hä? Ist ja richtig dumm. Wo soll ich denn wissen? Ich hab's jetzt nachgeschaut. Ich hab keine Ahnung, wie man drauf kommen soll. Das erste ist der Strich nach oben. Okay. Könnte der hier sein, wenn man den so betrachten soll, wie sie ihn jetzt gerade ansieht. Okay. Der Moment. Der nächste ist unten. Vielleicht hier 1, 2. Okay. Der hier ist rechts und der links. Nun, das letzte Rätsel also. Kleiner Scherz. Mein Gott. Bei dem hier, was hier steht und bei dem, was da unten steht. Aber woher soll ich die Reihenfolge wissen? Wie soll ich denn drauf kommen? Dass die Reihenfolge links, oben, rechts, unten ist. Das ist ja kreuz und quer. Ist richtig dumm. Ey. Das hat sich ja nicht mal gelohnt. Absolut nicht. Das hat sich absolut nicht mal gelohnt, Leute. Finger weg hiervon. Ist das so eine Droge? Finger weg! Nee, aber ehrlich, was? Das war Blödsinn. Schmutz. Oh, wirklich. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin wieder hier! Ja, schon gut, aber hier gibt's ja nichts zu tun. Kann ich irgendwie runter? Ja. Nein. Also, jein, schon. Aber hier gibt's halt nichts.
Zumindest kann ich von hier aus nicht nach unten reisen. Geht wahrscheinlich von woanders aus. Egal. Machen wir mit unserem Abenteurer, mit unserer Quest weiter. In diese Richtung sollen wir so oder so lang. Wir sind doch schon fast da. An dem Zielpunkt. Dann lass uns erstmal uns umschauen. Da unten kommen wir auch noch lang. Ja, dann gehen wir nochmal nach unten. Ich will mich ganz selbst schon unten umsehen. Machen wir das jetzt. Hier lang wahrscheinlich. So ein Rückweg. Aber hier kann ich auch runter, oder? Ja. Aha. Ernsthaft? Ernsthaft? Geht's hier wirklich nicht nach unten? Nein. Ich schaue mich noch mal ein bisschen um. Ich habe noch keine Hoffnung aufgegeben. Das nicht. Okay, wir sind jetzt schon da. Vielleicht habe ich was verpasst da oben. Nicht gut. Lilly schaffte es zum Frostwurz Allerheiligsten. Doch was sie vorfand, war ziemlich entmutigend. Was war es denn? Erzähl es uns. Es waren einige ihrer Ritterkameraden steif gefroren. Oh nein! Es sieht so aus, als wären sie erfroren, als sie versuchten, das Tor zu öffnen. Einfach gestorben. Was glaubt ihr, Kinder? Wird Lilly es hineinschaffen und die letzte Zutat finden? Gib alles, Lilly! Fahr du auch zum Eis am Stiel wirst. Aber diese Dinger können wir ja nicht benutzen. Aber einen Teleporter kriegen wir. Schön, dann teleportieren wir uns nochmal schnell zurück. Denn wir wollen jetzt unsere Tausende von Zombie-Gehirn, wie schnell die auch droppen, abgeben beim Herr Professor. Dr. Zombies. Sind die Hirne für mich? Ich kann es kaum erwarten, sie vorzubereiten. Um sie zu studieren, natürlich. Ein Herzteil! Und wow, gibt's viele Herzen! Wenn da jetzt eine zweite Reihe anfängt, dann wird die bestimmt komplett vollgefüllt. Oh boy, wir haben noch einiges zu sammeln. Uhu, mehr Hirne, der Erfolg ist so nah, ich kann es schmecken. Okay, für die restlichen Hirne, die wir sammeln, können wir Geld eben kassieren. Okay. Habt ihr gesehen, wie viel Geld wir haben? Krass, oder? Wenn wir sowieso gerade schon über Herzteile und Herzen und sowas reden, holen wir uns doch direkt mal unser nächstes Herzteil. Hier ganz oben ist ja der altbekannte Golem-Shop. So nenne ich ihn jetzt mal. Und das ist jetzt meins. Yeah! Schön. Aber wie viele verdammte Herzteile muss ich denn bitte noch geben? Weil von den grünen Teilen gibt es nicht mehr viele. Wir vermuten 5 Stück? Noch so 2 Erweiterungen kann ich mir vorstellen. Aber es ist viel mehr auch nicht. Scheinbar von den Herzen gibt es einiges. Ja, keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen. Hä, das haben wir doch schon. Kollege, die Katzen hatten wir schon. Schon vergessen? Scheinbar ja. Ne, das können wir ja nicht machen. Da brauchen wir irgendein Item für, glaube ich. Schauen wir uns doch noch mal ein bisschen um. In der Hoffnung, dass wir vielleicht etwas finden, das uns helfen könnte. Außerdem bemerke ich gerade, dass es hier nicht weitergeht. Ich frage mich, was hier in dem Bereich ist, der Map. Wenn hier der Berg ist, ist da hinten dann noch mehr Berg? Oder ist da was ganz anderes vielleicht? Ich weiß nicht. Eine Wüste oder so? So das ganze Gegenteil? Vielleicht ein Vulkan? Obwohl, wir hatten ja schon ein heißes Gebiet. Das dann wahrscheinlich eher nicht. Ja, keine Ahnung. Ich will mich aber auf jeden Fall nochmal schnell... Ach, verschwinde. Glaubst du was? Ne. Ich will auf jeden Fall nochmal schnell hier oben umschauen. Weil hier könnte sich ja noch was Cooles befinden. Wie bei uns vielleicht auch. Hoffentlich nicht. Na, ich sehe zumindest oben noch nichts. Ne, hier ist gar nichts. Aber man soll so oder so einfach nach unten. Okay, dann ist hier wohl nichts. Jetzt stellt sich mir die Frage, entweder wir können das vielleicht doch irgendwie schaffen. Ich bin auf ihn draufgesprungen, ist gestorben. Gesehen. Entweder wir können das doch schon irgendwie schaffen und ich weiß noch nicht wie. Oder wir sollen jetzt tatsächlich zurück vielleicht zum Schloss. Und dann einfach den rechten Ausgang nehmen und sich da komplett umschauen. In der Hoffnung, dass wir da was finden.
Aber ich kann mich hier nochmal umschauen. Wieso das? Komm, ich hab das doch jetzt schon 20 Mal gelesen. Das ist ein komischer Bug. Guck mal, die machen auch so komische Posen. Machen so ein Tor und so ein Tanz. Kann ich irgendwie tanzen? Gibt's irgendeinen Knopf, den ich noch nicht gedrückt habe? Nicht, dass ich wüsste. Machen wir das, was ich gesagt habe. Schauen wir mal, ob wir da irgendwo lang können. Das macht halt Sinn. Wenn wir jetzt von hier aus noch rechts irgendwo lang könnten. Ja, was anderes würde mir halt wirklich nicht einfallen. Ist ja direkt hier vorne, glaube ich. Ja, hier vorne ist es. Okay. Ich glaube jetzt einfach nur nach oben. Und wir sind im neuen Gebiet. Ja. Schauen wir uns auch hier nochmal in den Graslandschaften um. Bestimmt befinden wir irgendwas. Bestimmt. Ganz viele Pilzis. Ignorieren wir jetzt erstmal konkret. Oh, es sind aber sehr viele Pilzis. Die können wir nicht so einfach ignorieren, aber schlecht an. Bam. Fatz, fatz. Hilfe! Ich werde in die Ecke gedrängt. Ist nicht nett, ist nicht lustig. Hier geht's nicht lang, okay. Nach oben geht's aber. Nein, auch nicht. Warte. Vielleicht doch. Wenn ich hier erstmal irgendwie an den oberen Bereich komme. Aha. Warum ist es hier so dunkel? Aber ja, hier gibt's was. Hier ist wahrscheinlich nur ein Secret. Ne, warte, hier geht's gleich lang. Oder? Das sieht mir nicht so aus, als würde es hier lang gehen. Ich schau mal kurz. Vielleicht irre ich mich. Aha. Ein Herzteil? Fragezeichen. Ein Herzteil? Ausrufezeichen. Yeah. Wieder ein halbes Herz insgesamt. Wie herzvoll. Wie herz allerliebst. Okay, sonst ist ja nichts. Hier geht's wohl doch nicht lang. Das war jetzt nur für das Herz. Aber es war gut, dass ich doch nochmal hier lang gegangen bin. Denn sonst hätten wir das nicht bekommen. Das wäre eine Tragödie gewesen. Ja, haha, aua. Hoffentlich ist hier nichts mehr. Oh, bist halt auf diese Teleporter. Nördlicher Blütenfriedhof. Ja, sind halt wirklich wortwörtlich Geister. Zum Glück keine Zombies. Warum ist das Grab anders? Oder das hier? Kann ich hier nichts machen? Aua. Nee, scheinbar nicht. Hier spawnen wirklich viele Geister. Lecker. Oder? Hab ich nichts? Muss doch irgendwas sein. Hier, das sieht doch sehr verdächtig aus. Als wäre das gerade frisch begraben worden. Oder so. Na komm. Ist da nichts? Ist das nur Deko vielleicht? Sieht aber wirklich so aus, als wäre da was. Hier scheint nichts zu sein. Ich finde zumindest nichts. Schau nochmal hier drüben. Nö. Nee. Ja? Nein? Hä? Wie jetzt? Ich kann das hier verschieben? Und dann? Wieso kann ich das verschieben? Hä? Ausgraben? Ja, okay, das ist halt so eine tiefe Stelle, da kann man immer Geld ausgraben. Das ist der beste Weg, um Geld zu fahren in dem Spiel, vermute ich, aber das... War das so viel Geld? Da ist ja scheinbar nichts. Ich habe irgendwie mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Na gut, der schwimmen wir noch ganz links. Hier wird sich doch bestimmt noch was ergeben. Weil hier geht's ja nicht weiter. Deshalb muss ja mindestens ein Herzteil oder so sein. Meine Steuerung. Ah. Warum gibt mein Schwert... Wieso kriege ich ein Minus-Knockback? Was ist das für eine komische Programmierung? Oh.
Hör auf, Gott. Schnell weg! Oha, das sieht krass aus. Können wir da rein? Irgendwie vielleicht? Bam! Können wir da nicht rein? Ich hab halt auch nichts, oder? Um das aufzumachen. Hey, lass mich rein! Reflex dann zugenäht. Ich hoffe nicht, dass wir da schon rein können. Nee, mir fehlt irgendwas scheinbar. Aber keine Ahnung, was es ist. Aber egal, was es ist. Wir werden es früher oder später noch bekommen. Also mache ich mir jetzt keine Sorgen drum. Bam, 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 dum, bam. Oh, wieder so ein Minigame. Wir sind ja zwei nebeneinander und sonst hatten wir das ganze Spiel nur eins. Komisch. Okay, da ist das Ziel. Und hier soll man wahrscheinlich die ganze Zeit Schild benutzen, oder? Oder einfach durchrennen? Mhm, Bomben brauchen wir. Ja, der Dash ist auf jeden Fall nicht schlecht hier, vermute ich mal. Kurz aufladen lassen. Erreicht die Truhe! Okay, los geht's. Falsche Richtung geguckt. 3, 2, 1, los! Okay. Bam-bam-bam. Huah, bam-bam. Wo soll ich denn wissen, wo der Zaun ist? Das ist doch unfair. Bam, 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 bam. Ah, ah, da hinten ist es bestimmt. Nein, nicht anfassen. Anfassverbot. Anfassverbot. Das machen wir hier nicht. Komm, schieß endlich. Boom. Doch kein Schild. Ich brauche das doch nicht. Ich tu mir lieber die Schmerzen an. Wir stellen dich zu kommen. Wir haben es geschafft. Die schnellste im Königreich. Haben alle Wettrennen geschafft und kriegen. Okay, ein Herzteil. War zu erwarten. Schade, nur bei dem einen haben wir so ein krass Item bekommen. Oder beim ersten vielleicht auch? Ha, bin mir da gleich mal so sicher. Aber Moment, muss ich abhauen. Können wir nach unten und nach links. Hä? Ah, Abkürzung. Hier waren wir also schon mal. Kann mich nicht erinnern. Aber scheint wohl so. Oder? Ich glaube nicht. Hm, aber wer meinte, wir waren hier schon mal. Ernsthaft? Okay, wo ist denn der Hinweis? Wie, es gibt keinen Hinweis? Ist das frei nach Schnauze oder was? Einfach raten. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst? Hä? Wo soll ich denn wissen, was es ist? Haben wir auf der Overworld oben was gesehen? War hier irgendwo eine Anreihung von Symbolen, die mir das da sagen sollten? Ist ja gar nichts. Und scheinbar hätten wir hier schon früher hingekommen, weil hier waren wir wohl schon mal. Sind wir da? Aber wir sind wahrscheinlich direkt nach links gegangen, oder? Doof. Ha. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Was soll denn der Blödsinn? Ne, da gucke ich auch, ob ich da was finde. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich hab nichts gefunden. Ich lasse das einfach liegen. Wer weiß, vielleicht sind es auch nur wieder Münzen. Und ganz ehrlich, dadurch, dass ich hier jetzt gerade nichts für gefunden habe, kriege ich langsam Sorge, ob ich das Spiel überhaupt zu 100% durchspielen kann. Weil ich bin kein Experte und ich werde sicherlich nicht ganz viele Stunden meines Lebens benutzen, die ich in andere Games reinschicken könnte, nur um hier ein paar Herzteile zu finden. Um was? Für Endkampf ein paar Herzen haben oder was? Was haben wir jetzt eigentlich erreicht? Vor ihr lag Winterthau, ein gemütliches Dorf, eingeschmiegt zwischen die eisigen Berge. Oh, warte, hier ist das Dorf? Das sind so kleine Pilze. Warte, hier ist ein Dorf? Wow. Nordblüten. Ah. Hallo. Ich hänge gemütlich auf meinem Baumstumpf ab, während das Leben an mir vorbeizieht. In Pinienzapfingen, dort bei den Eulen. Lausch genau, hört den Wind heulen. Wie Eisorchideen das Eis und Pinienzapfen den Schnee. Wissen orangehaarige Mädchen, ich liebe euch. Falls ihr mich nicht liebt, liebt wen immer ihr wollt. Doch ich bitte euch, stillt mein Herz mit einer Umarmung. Schickt mir einen Brief, sendet ihn über den Lift. Eure süßen Worte, meine Schöne, sind mir das Liebste.
Hat sich gleich greift, Mann. Komm in Winterthur, wir hatten die Nase voll von den frostigen Bergen, haben ein Dorf hier errichtet. Ja, das glaube ich euch. Bombenmacher! Ich weiß, wieso ihr her seid. Ihr habt von meinen neuen, stärkeren Bomben gehört, die ich neu entwickelt habe. Jeder redet darüber. Wie bitte? Ihr wollt, dass ich euch sage, wie man sie herstellt? Was bekomme ich als Ausgleich? Nichts? Also, ich kann euch nicht einfach das Rezept verraten. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Leute für Sachen bezahlen, die sie wollen. Wisst ihr was? Ich mache euch einen Vorschlag. Ich verkaufe euch mal das Rezept für 300 Gold. Good on you. Ich bin reich. Seid vorsichtig. Sie sind sehr stark. Bomben plus. Yippie. Wie stark denn? Wie stark denn? Boah, ich hab mir mal weggesprungen. Sorry. Wollte ich nicht. Lass mal sehen. Ich schwöre. Lass mal sehen, Mann. Okay, das ist eine gute Explosion. Kommt ein bisschen spät im Spiel, finde ich, aber besser spät als nie. Dann machen wir es mal so. Und hallo? Danica! Eieiei, ein Brief! Und der ist auch noch von meinem super süßen Freund. Er war Novize, aber ich glaube, inzwischen hat er sich einer cooleren Gruppe angeschlossen. Magie der Schwarzen, irgendwas? Danke fürs Zuschauen, Süße. Das klingt nicht so gut. Aber kein Problem. Das ging ja ziemlich einfach. Mein Kumpel und ich haben immer auf dem Friedhof gespielt, aber nun ist es zu unheimlich. Ach, und vorher nicht? Sind jetzt viel mehr Leute gestorben, oder was? Was soll ich darunter verstehen? Ich habe einen geheimen Keller für den Fall, dass die Orks einmarschieren. Vielleicht habe ich es dort gelassen. Wie, was hast du dort gelassen? Oh, hier ist noch eine Höhle. Wenn ihr rotes Haar schon seltsam findet, dann wartet mal ab, bis ihr nach Pinienzapfingen kommt. Ja, da haben alle rote Haare aus irgendeinem Grund. Die Rotschöpfer haben sich da niedergelegt, glaube ich. Hallo. Falls der Lift kaputt ist, kommt später wieder. Es braucht eine Weile, ihn zu reparieren. Ah, okay, zu diesem Ort kann man schon von Anfang an des Spiels wahrscheinlich, oder? Das kann sein. Oder zumindest relativ früh. Vielleicht schon nach dem ersten Dungeon oder so. Was soll der Blödsinn? Ich weiß immer noch nicht, wie man hier durchkommt. Brauche ich irgendwie Feuer? Brauche ich ein Feuerzeug? Ich habe keins. Ich komme nicht durch. Vielleicht ist es auch ein Rückweg? Behalten wir uns das mal im Hinterkopf. Und da ich gar keinen Brief mehr bei mir habe, hole ich mir eben einen neuen. Hallo. Danke! Du bist jetzt Postmeisterassistentin! Kleiner Scherz, den Posten haben wir gar nicht. Okay, danke für die Beförderung, die es nicht gibt. Deine nächste Lieferung geht an Stan von Stans Wanderverkauf. Oh, er schon wieder. Aus irgendeinem Grund will er, dass du an sein Zelt außerhalb von Pinienzapfingen zustellst. Frag mich nicht warum. Oh, wenn ich jetzt noch wüsste, wo das ist. Oh Mann, oh, ich hab's doch letztens noch im Kopf gehabt. Aber Freunde, ich sehe gerade, die Folge ist sowieso vorbei, deshalb werden wir das beim nächsten Mal machen. Ihr seht, wir haben hier ein riesiges Leck in der Map. Das werden wir beim nächsten Mal erkunden. Alles davon. Zumindest hoffe ich das. Und vorher werde ich noch gucken, ob ich Stan finden kann. Oder werde ich das vorher gucken oder ein anderes Mal machen? Wer weiß.